Als letztes widmen wir uns jetzt noch dieser Startfolie. Die sollte ja die Neugier und auch die Vorfreude der Betrachter wecken. Man könnte jetzt viele Bilder drauf schmeißen, aber das finde ich meist ein bisschen chaotisch. Ich habe mich entschieden, ein großes typisches Bild als Hintergrund der ganzen Einstiegsfolie einzusetzen. Das geht so, du gehst wieder auf Designs, Hintergrund, Hintergrund formatieren und hier wählst du eben statt Farbverlauf Bild oder Struktur, wählst ein Bild aus und zwar aus diesen Materialien, die dieser Lerneinheit beiliegen, die Spiegelung einfügen und du siehst, die ganze Folie wird durch dieses Bild ausgefüllt. Jetzt wähle ich aber nur übernehmen, weil ja nur diese ausgewählte Folie dieses Hintergrundbild haben soll. Der Text ist jetzt ein bisschen schlecht lesbar. Ich müsste vielleicht Claude Monet in den helleren Bereich schieben oder eben, das ist auch möglich, eine weiße Schrift wählen. Hier klicke ich wieder auf Start als Schriftfarbe weiß. Und damit man es vielleicht noch etwas besser lesen kann, als Schrifteffekt einen Schatten. Hier gibt es schon verschiedene vorgefertigte Schatten. Ich wähle Optionen für Schatten und hier eben einen ganz möglichst dunklen Schatten, also Transparenz gleich 0. Und vielleicht etwas größer weichzeichnen, den Abstand etwas verringern und den Winkel direkt von oben. So, die Schrift könnten wir ruhig noch etwas größer machen, vielleicht etwa 72 oder so. Und genauso müssen wir nun Leben und Werk zumindest weiß machen, damit es eben vom Stil her passt. Auch hier könnte man allenfalls noch einen Schatten hinzufügen. Ich denke, jetzt haben wir doch eine recht elegante Präsentation, die sich eben durchaus brauchen lässt.